Wir erleben sie gerade, die ersten Hitzetage des Jahres. Und auch wenn heute Nacht Gewitter die Temperaturen nach unten drücken, die nächsten Hitzetage, die kommen bestimmt. Der Klimawandel lässt grüßen. Was können wir dagegen noch tun? Für den Wirtschaftsprofessor und Wachstumskritiker Nico Pech bleibt uns allen nur noch eines: Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Sie ist auch bei uns zu spüren, die Klimakrise. Eine Wirtschaftskrise befürchtet Nico Pech in der Radiosendung Neues bei Neustädter nicht, wenn das Wachstum gestoppt wird. Wenn wir den Wohlstand gerechter verteilen, wenn wir vor allem die Arbeitszeit umverteilen und wenn Menschen durch eine Veränderung des Bildungssystems und der Erziehungsmaximen wieder die Kompetenz haben, Dinge zu reparieren, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen oder sogar auch gewisse Bedürfnisse selbst zu befriedigen in Werkstätten und in Gärten, dann wird die Lebensqualität sogar steigen, dadurch, dass wir das Wachstum nicht nur verringern, sondern die Wirtschaft kleiner werden lassen. Ein Punkt ist für den bekanntesten deutschen Wachstumskritiker besonders wichtig. Jene, die schon jetzt wenig haben, dürften nicht noch mehr leiden. Aber diejenigen, die also einen immensen Wohlstand aufgeschichtet haben, und das ist die Mehrheit in Mitteleuropa, die werden tatsächlich eine Anpassung durchleben müssen, eine Anpassung zum Weniger. Das wird aber nicht dazu führen, dass die Lebensqualität dieser Menschen sinkt. Wir erleben gerade während der letzten Jahrzehnte, dass inmitten des wachsenden Wohlstandes die Lebensqualität, die Lebenszufriedenheit überhaupt nicht zugenommen haben. Ein Preis des Wirtschaftswachstums sei eine Verkümmerung der menschlichen Fähigkeiten. Die meisten Menschen können doch nicht mehr ein Radieschen von einer Kreuzschraube unterscheiden. Sie sind nicht mehr in der Lage, eine Kette zu ölen oder ein Gericht herzurichten und haben keine handwerklichen Fähigkeiten mehr. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt. Und dagegen können wir etwas tun, indem wir eine kleinere Wirtschaft aufbauen, in der die Menschen auch wieder gefordert sind. Also mehr reparieren und beispielsweise nicht jedes zweite Jahr ein neues Handy kaufen. Das würde automatisch auch das Wirtschaftswachstum in China einbremsen. Das heißt, wir haben den Knopf in der Hand. Wir können durch eine Veränderung unserer Lebensweise und auch unserer Wirtschaftsweise viel Einfluss nehmen auf jene Länder, denen wir immer vorwerfen, dass sie ökologisch auch allmählich über ihre Verhältnisse leben. Angebote wie der Reparaturbonus könnten auch innerhalb der EU als Vorbild dienen.